Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Traum, wo meiste Trader ist die Maschine haben, die dauerhaft Gewinne produziert. Klar. Aber wie kann ich wissen, ob meine Systeme, mein Ansatz morgen noch funktionieren wird? Das heißt, wie kann ich wissen, ob es so robust ist, dass es morgen noch Gewinne produzieren wird? Wenn er schon heute keine Gewinne produziert, dann bin ich natürlich doof, das zu nutzen. Aber okay, so schlimm ist es vielleicht auch nicht. Aber Robustheit von einem System wird offen besprochen. Und man muss hier zwei Sachen beobachten. Nummer eins ist, wie kann ich schätzen, ob mein System gut entwickelt wurde. Ein System muss nicht unbedingt ein automatisiertes System sein. System ist ein Ansatz, eine Methode, die ich natürlich kenne, studiere und dann im Markt bringe. Und diese Methode kann auch zum Beispiel ein Moving Average Crossover sein, wo man die Moving Averages, eine schnelle, 15 Perioden zum Beispiel, und eine langsame Moving Average auf 100 Perioden nutzt. Und wenn die zwei crossen, dann steigt man ein. Das ist die klassische Methode, die mehrere schon benutzt hatten. Wenn ich die Parameter hier in der Entwicklung suche, dann muss ich natürlich schlau genug sein, die richtigen Parameter zu suchen. Das bedeutet, wir laufen mit einer Optimisation von dem System und dort suchen wir, was gut funktioniert oder mindestens was gut funktioniert hat. Aber es ist ja klar, dass hier muss man auch schlau genug sein, nicht eine verrückte Wahl zu nutzen. Hätten wir zum Beispiel als Ergebnisse in unserem Backtest auf mehrere Jahre Ergebnisse, die ungefähr so 10.000 bis 15.000 Euro Gewinn zeigen, mit Kombinierung von 15, 40, Moving Average 15, 50 und so weiter. Und dann eine Kombination, 15, 60 zum Beispiel, also die langsame 60 und die schnelle 15, mit sehr hohen Gewinnen, und wir sagen, haha, da bin ich, das ist meine Kombination. Dann bin ich wirklich doof. Ich meine, es ist ja klar, dass wenn man bei einer Optimierung einen Wert findet und dieser Wert unglaublich besser aussieht als alle anderen, dann ist man mit ein zufälliges Ergebnis. Also das ist nur Zufall. Das kann sicher nicht die versteckte Wahrheit sein in jenem Markt, wo man sagt, ah, mit der Kombination 15-60 von Moving Averages gewinne ich mein nächstes Ferrari. Nein, leider ist es nicht so einfach. Und es kann auf unbekannte Gründe passiert sein, dass mit jener Kombination sehr gute Gewinne auf dem Tisch waren. Aber für die Zukunft ist das sicher nicht so. Das Problem ist also, dass jene Werte sind unstabil. Die müssen unstabil sein. Wenn man sich ein bisschen von diesen Werten bewegt, nach links 15,50 oder nach rechts 15,70, findet man wieder die niedrigen Gewinne, wie man in anderen Fällen gefunden hat. Das heißt, dass man kann sicher nicht ruhig bleiben mit so einem System. Aber hier gibt es Software und es gibt Software, die da sind, damit wir schätzen können, wie robust unser System ist. Und diese Software ändern ein bisschen die Parameter, die wir nutzen, und die schätzen, wie die Ergebnisse in dem Fall aussehen. Diese Software sind generell gut. Es ist ja klar, die sind gut für Anfänger oder für Leute, die noch ein weiteres Test durchführen wollen. Aber es ist in diesem Fall vom Beispiel schon allein klar, ohne Software, dass meine Wahl von jener Kombination von Moving Average verrückt war. Also es gibt ein bisschen auch, es ist nicht nur Erfahrung oder so, es ist einfach nur Intelligenz vom Entwickler, das zu nutzen, was Sinn macht, was eigentlich zeigt, dass es stabil sein kann. Mit einer Spitze in der Optimierung kann man nicht arbeiten.
Aber diese Software testet das alles und man kann mit dem spielen. Und das ist in Ordnung, das kann man nutzen, das ist wohl gut. Sowieso, wenn man vielleicht kompliziertere Bedingungen hat und dort will man ein bisschen rumspielen. Es gibt aber ein anderes Thema. Und das andere Thema ist, ich entwickle ein System, mein Ansatz. Und mein Ansatz basiert sich auf einer bestimmten Einheit vom Markt, von jedem Markt. Okay? Was passiert, wenn dieser Marktinstrument sich ändert? Was passiert, wenn etwas anderes passiert? Beispiel, wir müssen zum Büro fahren. Wir fangen unsere Arbeit um 9 Uhr in der Früh an und wir wissen, dass gerade um die Ecke ist eine Bushaltestelle und der Bus kommt um 8.20 Uhr. Und ich weiß, dass mit dem Bus von 8.20 Uhr bin ich pünktlich im Büro und mein Boss ist happy. Gut. Was passiert, wenn der Fahrplan vom Bus sich ändert? Oder wenn es die Sommerzeiten kommen oder sowas. Und plötzlich haltet mein Bus nicht mehr um 8.20 Uhr, sondern um 8.35 Uhr. Mit dem neuen Plan kann ich mein Büro nicht mehr bei 9 Uhr erreichen. Es klappt nicht mehr. Es hat sich geändert. Die Bedingungen, die Situation hat sich geändert. Und mein System, auf jenem Bus zu sitzen, funktioniert leider nicht mehr. In dem Fall muss ich Bus ändern oder werde ich bald arbeitslos, weil mein Boss mich rausschmeißt. Aber ich muss meinen Plan ändern. Und so ist es auch bei Systemen. Das Problem ist, dass die Märkte keinen Fahrplan haben, keine Webseite, wo man checken kann, keine Internetnachrichten. Und man weiß nicht, leider nicht, wenn die Sachen sich ändern. Das findet man aus, nur wenn man Verluste anfängt zu sammeln. Und das ist natürlich nicht so nett. Wie kann man hier agieren? Es gibt leider nicht eine oder die Lösung. Es gibt unterschiedliche Lösungen, damit es nicht so schlimm wird. Die Lösungen sind einfach, einige Parameter auf den Tisch zu stellen, mit denen man arbeiten kann, sodass man sagt, wenn mein System so und so viel verliert oder wenn mein System so und so schlecht funktioniert, dann halte ich das System einfach und nutze es nicht mehr. Das ist unterschiedlich und das gehört zu der Psychologie von jedem. Das heißt, ich kann sagen, mein System muss nicht mehr als 2 Verlustmonate zeigen. Zum Beispiel, wenn es 2 Monate in einer Reihe verloren hat, dann stoppe ich das System und ich vergesse es. Oder ich kann es jemals wieder anschalten mit einer anderen Methode. Oder wenn mein System 3-mal so viel maximaler Drawdown zeigt wie in Backtest, dann halte ich das System. Oder andere Ansätze. Aber man braucht einen Plan. Es ist wichtig, dass jeder einen Plan vorbereitet und mit dem Plan stoppt das System, wenn das System leider nicht mehr so funktioniert wie gewünscht. Das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung ist, einen Plan zu haben, wann man das System stoppt. Leider kann man das nicht vorher wissen. Es gibt natürlich Methoden zu schätzen, wenn es gefährlich wird. Wenn wir ein System entwickeln auf einer bestimmten Bewegung vom Markt, wir wissen, dieser Markt ist Trend Following und beim Ausbruch vom Hoch oder Tief bewegt es sich normalerweise in der Richtung vom Breakout. Okay, dann können wir ein System auf diese Idee entwickeln und das System verbessern wir dann mit Filtern und so weiter, weil die Basisidee vielleicht nicht allein funktioniert. Wenn wir aber schon bei der Basisidee sehen, dass jener Markt sich nicht mehr so bewegt wie üblich, wenn dieser Markt angefangen hat, nicht mehr zum Ausbruch gut zu reagieren. Und das ist in den letzten Jahren bei Gold passiert. Es ist schon vorher bei Soybeans passiert. Es gibt also Märkte, die eigentlich Änderungen zeigten zu den normalen Bewegungen. Dort weiß man schon, dass etwas schwach geworden ist. Und wenn etwas schwach geworden ist, müssen wir aufpassen. Entweder entscheiden wir sofort, das System zu stoppen, obwohl das System vielleicht noch Geld gewinnt, nur weil die zusätzlichen Filter das noch ein bisschen lebhaftiger halten. Oder passen wir auf mit dem System und wir beobachten, was dort passiert, Tag nach Tag. Ich habe gesagt, zusätzliche Filter, das kann helfen, aber je mehrere Filter, desto auch gefährlicher ist das System. Wenn man bei einem System viele Bedingungen hat, ist das System normalerweise nicht so stabil.
Die mehreren Bedingungen bringen zu einem Overfitting, zu viele Bedingungen, und alle diese Bedingungen zusammen wieder zu treffen, ist natürlich nicht so einfach. Und es kann sein, dass wir diese Bedingungen nur zusammengesammelt haben, eine schöne Equity-Kurve zu sehen in der Vergangenheit, was dann nicht passiert. Also aufpassen, wenn man viele Bedingungen hat, ist es in jedem Fall gefährlich, ein System zu nutzen. Aber wie gesagt, Methode, das System zu stoppen. Und erste Idee zum Robustheit von meinem System: passen Sie auf der Wahl von den Parametern. Wenn ein Parameter so gut aussieht, dieser Parameter ist wahrscheinlich nur ein Zufall und das muss man sofort vergessen. Ich hoffe, das hat geholfen. Es ist sehr viel Inhalt. Schreiben Sie da unten, wenn etwas nicht klar ist, und wir können vielleicht ein anderes Video drehen, wo wir ein bisschen besser einige Sachen, die ich heute besprochen habe, erklären können. Abonnieren Sie auf meinen Kanal, das ist klar, beim roten Glöckchen, da wissen Sie sofort, ob etwas Neues kommt. Und für heute war es. Und ich sage ciao aus der sonnigen Italien, ciao von Andrea Unger.